Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Und da ist er eiskalt einfach rausgegangen. Ich wollte ihn gerade hier so ins Bettchen rufen, aber er ist einfach abgehauen. Wie kann er es wagen? Ich schlitz ihn auf. In der letzten Folge, ja, haben wir so ein bisschen, weiß ich nicht, random irgendwas erkundet im Ödland und sind über eine riesige. Ne, wir haben erstmal ein Artefakt abgeholt von Lorenzo. Und ja. Wir haben eine Fußradau-Pistole jetzt. Fußrodar. Fußradau, was? Eine Fußrodar-Pistole. Und jetzt sind wir hier in einem Bunker. Der, weiß ich nicht, irgendwie im Bürgermeister-Bunker, irgendwie sowas. Was ein Bürgermeister-Unterschlupf, ja. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Fallout 3 war in Boston. Nein, Quatsch. Der Teil hier ist in Boston, Fallout 3 war in Washington, so. Und Fallout New Vegas war, glaube ich, in Kalifornien. So. Jetzt machen wir erstmal das hier auf. Weil, warum nicht? Da liegt doch was, oder? Okay. Boah. Ja, sag mir nicht, hier ist nichts. Doch, hier ist eine Hallo, Abschiedsrede des Bürgermeisters, irgendwie sowas. tut mir leid, dass es so enden musste. Ich wollte einen Platz schaffen, an dem unsere Kinder gut leben können. Du weißt, dass ich ein Familienmensch bin und immer zuerst an unsere Kinder denke. Ich würde alles für sie tun, auch auf Kosten des Steuerzahlers. Der Mob hat sich seinen Weg gebahnt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die untere Etage erreicht. Als letztes Mittel zum Schutz unserer Familie gebe ich dir, naja, ich gebe dir mich selbst. Bring den Leuten meine Leiche und sag ihnen, dass ich als Feigling gestorben bin. Vielleicht lassen sie euch dann in Frieden. Der Schlüssel zum Safe ist bei einem der Angestellten. Hab seinen Namen vergessen. Wie dem auch sei. Adieu, mein Schatz. Ich liebe dich und die Kinder so sehr. Einen Schlüssel zum Safe brauche ich ja nicht. Ich habe ja schon. War wahrscheinlich die meisterhaft verschlossene. Ruhe. Lass es einfach sein. Dö. Und ja, die habe ich schon so aufgeschlossen, brauche ich nicht den Schlüssel. Aber ich werde ihn natürlich aufsammeln, wenn ich ihn finde. So, zwing mich nicht, diesen Müll hier zu durchwühlen. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen draußen. So eine Stunde her, seit ich jetzt wieder gespielt habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr so genau, wo ich schon war und wo nicht. Aber kommt schon auf Zigaretten. Boah. Nein. Safe-Schlüssel, ja. Da haben wir noch eine modische Brille, geil. Oh, hallo. Mache er das auch? Das wäre es. Sieht aus, als würden wir in dieser Folge den Bunker ja verlassen können. Bei dem 100. Part will ich mal meine Basis zeigen, was ich da gebaut habe. Was ist denn die Treibstoff? Okay. Vielleicht niemanden interessiert, aber ist mir doch egal. Das ist mein Haus. Wird wahrscheinlich noch weiter gebaut oder so. Wenn der Platz ausgeht. So, jetzt bin ich draußen eine irgendwie. Straße und eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Hier war ich noch nicht. Okay. Ich habe jetzt eigentlich nicht auf Antwort von dem Cynthia gespeichert, sondern einfach so. Okay. Sogar den Alarm ausgelöst. Waffe sicher. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ja, lass es sein. Hey, Waffe von dem jetzt genommen. Oh, hi. Ich breche dir jeden Knochen ein. Okay, mach Pause. Warum zieht denn das Ding so viel ab? Ich kann doch nicht so viel abziehen, meine Güte. Gleichzeitig steigt auch dein Verstrahl. Ja. Fallout 3 habe ich oft von Wasserquellen getrunken, weil die Strahlung nicht so ein
Schwierigkeiten gemacht hat. So, wenn ich jetzt, ich weiß jetzt, dass da oben ein Dingen ist, ein Turm, also. Der macht da irgendwie so krass Schaden. Boah. Warum machen die so viel Schaden? Boah. Schleichangriff auf McCready, geil. Du legst dich mit dem Besten an. Ah, sehr gut. War noch ein Turm, ehrlich? Oben. Alter, wie viel Schaden. Weil ich sage, dass sie so viel Schaden machen. Geschütztürme, ey. Gibt's doch nicht. So muss das. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Waffe entdeckt. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ach ja. Weil irgendwie das Ding macht auf jeden Fall jetzt mehr Schaden. Weil der Schaden eigentlich nicht hochgegangen ist durch das Teil. Der zweite? Ja. Nee. Da. Entschuldigung. So, hier hätte ich die wahrscheinlich, ja. Erfahrungspunkte. Prozessor. Machinery. Increase, bah. Oder vielleicht öffnet der oder Ding da. Loaded. Gladiator, Mann. Telefon. Wie schön. Oh, sehr gut. Ich stehe in der Burschaft. Genau, der hat einfach den übernommen, so. Kann ich gar nicht so öffnen, okay. Ja, aufschließen könnte, dann hätte ich halt nämlich aufgeschlossen. Weil Erfahrungspunkte, ne? So. Was haben die eigentlich immer mit ihren Stühlen, ey? Dass das immer oberste Priorität ist, dass die sich erstmal irgendwo in den Stuhl reinsetzen. Einfach nicht. Ach, er ist ja mit dem Gas, okay. Wir sind also hier rumgegangen eigentlich. Ja, dann zeig ich mal. So. Gut, war? Hätte ich ja hinlocken können eigentlich. Da jemand anwesend? Hier ist immer noch einer. Was? Sind ja nur einer. Ich warte von feindseligen Anfällen. Bewegung ergreife Menschen an. Was? Sind die mir gefolgt sind irgendwann mal in der letzten Folge? Ey, das ist wahr. So, wir fertig. Ich glaube, ich habe hier alles eigentlich. Irgendwie nicht. Was soll's? Gut.
Geh mal raus hier. Ist immer noch jemand? Wo denn? Wo geht's denn hier nach oben? Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Puh. Irgendwo oben ist noch jemand, aber wie kommt man denn nach oben? Jetzt mal schnell Durchlauf hier durch. Jetzt mal immer weiter nach unten. Keinen Sinn darf überleben. Außer Nick, der ist cool. Oh, ist noch was verschlossen. Mal noch übersehen. Ah! Cool. So. Aufzug der feindliche Präsenz. Ging auf jeden Fall nah. Jetzt auch runter. Oh, keine Ahnung. Ich hole ab. Den nicht. Hm? So, nee. Ich dachte, da wäre jetzt auch noch einer offen. Raus hier. Überlebt einer hier. Kann er die Geschichte weiter erzählen von mir? Oh, ich hol's ab. Über aktive Sensoren, mehr nicht. Hi, wie machst du halt mal? Was? Also. Geil. Ist er hier aufgetaucht im letzten Moment? Da ist auch noch einer. Wahrscheinlich irgend so ein super. Oh. Ich hätte da nicht entspannt hier rausgehen können, ne? Ah, ich wollte eine Granate. Wow. Anführer oder der Legendäre, der macht mir natürlich jetzt wieder übel Schaden. Das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. So schnell. Ich bin irgendwie viel zu nah am Mikro dran. Ich habe jetzt auch beinahe schon im Mund hier den Plopschutz. Mein Gott, ich treffe den nicht. Solange alle da bleibt, ist okay. Aber jetzt bin ich dran, ne? Puff. Haha. Aber noch einer. Metallrüstung. Jetzt hier falsch haben. Was soll ich denn damit? So, was? Okay. Der wird von dem Rückstoß getroffen, von seinem Gewehr. Jetzt ist abgeschlossen, okay. Gut. Der Mann kommt immer, wenn ich
Müssen wir halt gucken bei meiner rechtmäßigen Herrschaft. Okay, deswegen habe ich nie darauf geachtet. Deswegen zieht das Ding so viel ab mit kritischen Treffern. Die kritischen Treffer auch stärker werden bei der Waffe. Habe ich jetzt nie irgendwie gesehen. Ich kann eigentlich jeden Effekt von meiner Waffe hier auswendig kennen. Aber ja, das würde erklären, warum der gegen den Kampf gegen Lorenzo hier so viel Schaden gemacht hat gegen den Kopf, während meine anderen Waffen nichts gemacht haben. So, wo geht's denn hier noch hin überall? Lass mal da unten lang gehen. So ein Reservoir und so eine Polizeistation möchte ich jetzt nicht unbedingt rein, aber mal gucken. Wir tun noch ausgehen hier bei der Kunden. Also ja schon wieder wegen der Zeitschrift gelohnt, auch wenn der Effekt ein bisschen blöd ist. Jede Minute wird ein Schadenspunkt geheilt. Vielleicht sehr viel früher irgendwie vom Vorteil gewesen, aber jetzt nicht mehr. Ich dachte, da wäre ein Leuchtturm. Boah. Gut, ich setze ich nichts hier auf der Karte. Da ist was. Ist da noch so ein Bunker? Ich tue alle Bunker hier auseinandernehmen. Open World macht Spaß. So richtig Respekt vor der Größe. Oh Gott. Von diesem Spiel. Nope. Ja, muss jetzt nicht. Ja, es war Krüppel, der ist schon geschädigt genug fürs Leben. Oh nee. Und eine Todeskralle ist da hinten. Ja, nimm du die mal auseinander. Also ich vote für die Todeskralle. Ich glaube aber nicht, dass er gewinnen wird. Ah, oh, schade. Aber der ist beinahe tot. Mal. So. Das ist ein super mutanten Biest, also auch leicht schon tot, sehr gut. Ja, komm. Zack. Hey, da habe ich gerade getroffen. So, so ein der hat so ein Institutgewehr genommen. Der Eisfall eingesteckt. Bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht allein sind. Hier geblieben. Okay. Sieht sogar anders aus, der Staub. Da drin war aber noch einer, habe ich gesehen. Alter, was hat denn mit Befehl der Supermutanten? Okay. Schauen wir mal. Töten, plündern, zurück. Geil. Ja, sind das. Solche Sachen sind natürlich sehr komplex, die muss man niederschreiben, damit man sich auch daran wieder erinnert, ne? Ja, schön. Da war ja doch der letzte. Da wo ist die Todeskralle hier? Na komm. War ja nicht den Pümpel, aber. Oh hi. Na.
Auf das Skelett ist noch da, aber das Seil ist nicht kaputt gegangen, ne? Jemand, der wurde erledigt, als die Bombe gefallen ist. Als die Bomben gefallen sind, meine ich. Muss ein sehr, sehr strammes Seil sein. Spachtel, damit spachtelt man. Verschlossen. So. Da haben wir 21 Minuten, haben wir schon. Okay, nehmen ein bisschen Müll mit. Verläufiger, nö. Ich habe da kurz was Rotes gesehen. So, da ist eine Kirche, glaube ich. Da ist ein Lager, da könnte man vielleicht reingehen. Das sieht jetzt nicht so groß aus. Ja, sieht so aus, als würde da irgendjemand drin sein. Guck mal, das ist alles schon so. Ja, da ist auch jemand. Also zu barrikadiert. Raider, ne. Oh, da. Oh, man drückt doch nicht so 0815 Leute in Raketenwerfer in die Hand. Alter. Alter, wie zielgenau die sind. Mann. Wo habe ich gespeichert? Weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich könnte da jetzt schnell reingehen und da was looten. Da kommt einer mit einem Raketenwerfer. Warte, aber jetzt weiß ich, wo du bist. Oh nee. Ist uns jemand beobachtet? Schluss mit lustig! So, nachladen, ne? Tut mir leid, ich habe eine größere Waffe. Willst du mal sehen? Boah, jetzt rennst du weg. Okay. Boah, sie kommt gar nicht mehr klar. Assassin's Creed Action. Okay, die hat eine Nahkampfwaffe. Was will die machen? Da unten sind viele Gegner, die machen mich nervös. Oh, zu einem Pine Motor und einen neuen Fusionskern. Gefahr, wer sieht mich? Niemand. Kommst du? Kleine Wichser hin. Hey, hier bin ich. Verdammt. Ich doch auf, immer euch hinter den Wänden zu verstecken. Ich möchte mich auch so an den Wänden anlegen können. War das? Warum ist er was explodiert? Oh, spritzt er sich auch noch ein. Peng. Peng. Halt dich hoch. Ja, ich weiß gar nicht, wo du bist gerade, aber ich weiß auch nicht, wo die Gegner sind, aber wir haben alles im Griff. Natürlich. Irgendwie hoch. So.
Hallo. So ein Gegner? Nee. Die ganzen Gegner. Hi. Raider, Veteran, hi. Das ist so geil, dass er zu viel abzieht. Jetzt hält er sich wieder hoch. Und ja, auch hier, buff. Oh Gott. Boah, das soll die ganze Zeit auf die. Jetzt macht doch was gegen die. Sack. Oh Mann, hau ab. Wurf, Wurf, sehr gut. Ich plündere mal von deinem Kopf, ne? Wo ist er? Und tschüss! Ja! Sehr geil. Ja, die oben mit der Machete ist wahrscheinlich immer noch am Rumlaufen, ne? Raider-Rüstung. Ja. So, mit einer Raider-Power-Armor. Schon so lange einer auf Standby, aber ich habe nicht die Teile komplett. So, mehr sind ja nicht, ne? Da oben war nur eine. Mehr und nicht. Ja, du da oben. Zweikampf? Okay, Zweikampf. Battle on the big roof. Zack. Wie im Mittelalter, ja. Was? Okay, okay. Ja, Raketenwerfer kannst du, glaube ich, nicht mitnehmen, oder? Oh, jetzt wollen schon wieder welche, dass ich abgeschlossen. Hilft bei der Verteidigung von was? Was? Warte mal. Keine Ahnung. Stand jetzt für eine kurze Zeit, dass ich eine Siedlung hier helfen soll, und dann stand auf einmal abgeschlossen. Glaube ich. So, mehr ist hier aber nicht, ne? Trommelwirbel bitte. Eine Rüstung kann nie schaden. Nimmt er sich jetzt die Sachen mit? Nee. Ich könnte meinen Leuten auch Rüstungen und also was geben, aber das nimmt deren Einzigartigkeit weg, finde ich. Soll ich verstehen. Irgendwann ziehe ich sowieso nur noch ganz alleine durch die Gegend. Was? Will mich auf den Arm nehmen? Hier ist eine Power-Rüstung. Alter. Hier ist eine Power-Rüstung. Ist da jemand drin? Nee, ne. Hier ist niemand drin. Hier liegt einfach eine Power-Rüstung so. Um die will ich haben. Gib mich. Oh, darauf komme ich zurück. So, mit einer kompletten Raider-Rüstung. Davon habe ich gerade geredet.
Wahrscheinlich wollte einer von denen da. Warte mal. Hey. Ja, was gibt's? Hier drüben. In Ordnung. Kannst du da reingehen? Okay, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Mal hier hin kommen, um zu gucken, ob ich die irgendwie kriegen kann. Und in dem Sinne sage ich dann, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.